Recht herzlich willkommen zur 53. Folge von Europa Universalis 4 mit Rest Frankreich. Ja, wir sind schlecht dran, das hatten wir schon letztes Mal noch festgestellt. Ja, was soll man tun? Das ist die gute Frage. Militärzugang kann man nicht mehr, okay. Brauchen wir auch nicht. Was mit denen hier? Beziehungsaktion. Achso, die verbessern wir gerade noch. Wir haben kein Bündnis mit denen. Und sonst auch nichts. Anspruch. Haben wir denn Anspruch da noch drauf? Beraterplätze. Wo sind denn die Ansprüche? Ah, da sind die Ansprüche. Da haben wir schon keinen Anspruch drauf. Aber okay, da müssten wir jetzt auch erstmal einen Berater freimachen, dass das funktioniert, ne? Aber dann lassen wir erstmal hier noch ein bisschen arbeiten. Und dann gucken wir weiter, oder? Ja, was haben wir für Möglichkeiten? Hier sind wir, glaube ich, auch zugange, ne? Wenn ich das richtig sehe. Orléans und zu Bretagne machen wir das auch. Ah, mit Orléans ist das jetzt vorbei. Rufen wir ab. Okay. Was können wir dann da machen? Bündnis. Könnten wir anbieten, würden die aber ablehnen. Wie sieht die Chance aus? Ganz schlecht. Okay. Also, das hatten wir ja gerade. Einflussaktion. Da brauchen wir auch nichts von machen. Beziehung haben wir gerade gemacht. Na, das wäre jetzt wieder toll, ne? Staatsehe haben wir schon, ne, oder? Ne, wohl nicht. Ja, machen wir mal. Das haben die auch akzeptiert. Da können wir nichts machen. Was ist dann mit dem Bündnis? Ist auch nicht gewünscht. Ist das jetzt besser geworden dann? Nee. So, der ist jetzt gerade unterwegs, ne, oder? Kann man nicht anklicken, schade. Geheimdienstaktionen gibt es keine mehr. Beziehungen. Können wir die noch verbessern dann? Probieren wir doch mal. Vielleicht ist bei einer Staatsehe, dass man das verbessern kann. Sonst sagt er uns das gleich. Okay. Wie schaut es hier aus? Na, das ist ja schon positiv gesonnen. Und dann haben wir hier noch was zu machen oder nicht? Ne, da ist nichts. Und da? Oh, da ist was fertig. 484, 483, das muss sofort klappen. Okay. Diplomat haben wir abgerufen. Das sind jetzt hier. Ja, geht, ne? Machen wir doch. Produktionseffizienz erhöht um 10%. Machen wir. Gut. 91 können wir schon was abbezahlen. Wo war die Kohle? Da. Was ist das? Dieser Wein wollen wir uns durch. Machen wir gerade Pause. Das ist der Wein, oder? Nee, oder? Österreich? Wo steht's denn so wohl? Ach, da steht's hier. Okay. Das akzeptieren wir mal. Wir müssen ja auch gucken, dass wir uns hier verbessern.
Dass wir mal unsere Nachbarn positiv gesonnen haben, ne? Gut, wir könnten was bauen, aber ich wollte, ach, da haben wir jetzt zugemacht, ich wollte ja Schulden abbauen, wenn es denn dann geht. 163, okay, wir haben erst 96. 1523, aber das ist ja noch ein bisschen Zeit. Okay, dann lass mal laufen. Orléans läuft da hoch. Ja, was machen wir? Das ist eine gute Frage, ne? Wir haben hier ganz schlechte Werte. Prestige ist unten, Legitimität ist unten. Könnten was bauen. Oh Gott. Ja, könnt ihr ja lesen, ne? Okay. Da würden sie Regimenter erheben. Das würde bedeuten... Nee, das bringt doch nichts, ne? Dann verlieren wir das Land noch. Also so. Waren das jetzt gerade Limousinen? Wir wahrscheinlich noch machen können, ne? Picardie? Limousin? Nevers? Bourbonne? Ach, da ist es. Nee, das wäre nicht gut gewesen. Alles richtig gemacht, oder? So, Geld ist 100. Ich glaube, wir können mal hier die Zeit vorschreiten lassen, weil sowieso keine Wahl hier. Ist das? Ein Darlehen wird fällig, ist klar. Beraterplatz ist auch klar, können wir uns aber gerade nicht so sehr leisten. Truppenstärke ist ja Wahnsinn, 31.200. Wie sieht es hiermit aus? Plus 29, jetzt 33, das wird auch besser. Mit Savoyen ist das, ne, oder? Ersetzt durch Avignon. Okay. Oh, hier ist Avignon. Okay. Bürgerkrieg in Dänemark oder wo? Ja. Avignon hat eine positive Meinung über uns. Können wir gerade nichts machen, weil wir ja keine Diplomaten frei haben. Lassen wir laufen. Tja, gleich können wir hier unsere Schulden wahrscheinlich abbezahlen. Das Leid der Händler. Puh. Ja, verlieren wir halt die 10 diplomatische Macht. Das macht mir jetzt nicht so viel aus. Jetzt sind wir in so... Nee, in der Bretagne sind wir fertig. Dann nehmen wir den da raus. Was für eine Idee können wir jetzt machen? Ah, hier. Okay. Land der Möglichkeiten, okay, 400 Diplomatie machen wir natürlich. Ah, ich muss mal eine Pause machen. Ein bedeutender Mann in unseren Diensten ist gestorben, okay, und das hier. Finde, wir haben eine Idee in der Gruppe Entdeckerideen freigeschaltet, ja. Globales Kolonialwachstum plus 20%, aber ob das was bringt für mich, ist die nächste Frage, ne? Gut.
Können wir erstmal ausmachen. Das können wir abbezahlen. $15.23, $24, genau. Und das war 163. Okay, weg. Haben wir noch reichlich weiter zu bezahlen. Das nächste sind dann allerdings nur 88. Gut, kriegen wir bestimmt auch mal zusammen. Wer ist das hier? Orléans. Orléans greift hier alles an, oder was? Interessant. Unser Verbündeter Orléans macht die Provence Platz, oder was? Oder verbündet nicht, aber Staatsehre mit denen, ne? Bündnis anbieten, sieht aber noch schlecht aus. Einfluss. Das will ich nicht machen, das ist mir zu gefährlich. Nee, da ist auch nichts bei. Ja, Geld schenken, um ihnen zu helfen. Wir haben jetzt gerade kein Geld, aber das können wir gleich nochmal machen, um unsere Beziehungen zu verbessern, oder? Wer ist das? Ah, guck mal. Wie sieht das denn mit denen aus? Warum können die sich das leisten, die anzugreifen? Im Krieg mit Amiens, Bretagne, Orléans, Lüttich, Lothringen und Savoy. Aha. Waffenstillstand haben sie. Ja. Lass mal laufen, können wir nichts machen. Wir sind nur leider nicht da gerade mit beschäftigt. Die machen jetzt gerade den Weg für Avignon frei wahrscheinlich. Wie können wir denn denen zustehen? Bündnis wollen die nicht mit uns, Avignon. Okay, da gibt's einen neuen Kardinal, toll. Beziehungen verbessern. Machen wir doch mal, oder? Senden wir da ein. Gut. Die Provence wird gerade platt gemacht. Okay. Da oben auch. Lüttich macht das. Die Provence wird gerade überrannt, oder? Nee, da sind Provence-Leute. Alles klar. Okay. Ich bin gespannt, was in unserem Nachbarland alles passiert. Da waren jetzt 15 und eben 7, glaub, oder? Die es schaffen, die alle zu schlagen? Wir werden sehen. Okay. Wir sind mit Jollof verfeindet, aber können da nichts machen, ne? Können wir die denn jetzt angreifen? Ja, das machen wir auf jeden Fall, einen Anspruch erheben, ne? Oh. Ja, das Friedens liegen hinter uns und gleich schon. Ah nee, nichts Schlimmes, alles klar. Ich dachte, wäre schon gleich, dass die schon wieder einmarschieren. Wer ist das? Ich muss mal gerade langsamer machen. Pisa erbittet Militärzugang. Wo ist Pisa?
Ach, da ist Pisa. Die wollen Militärzugang. Und mit wem sind die befreundet, Pisa? Sind im Krieg mit Mailand und Ferrara. Warum wollen die denn mit uns? Das verstehe ich jetzt nicht. Aber momentan ist es ja so, dass ich sagen würde, lass das mal alles akzeptieren. Weil wenn die sich um uns rumkloppen, kann das ja nicht unbedingt schlecht sein. Ja, die Provence, ne? Truppen 21 hier oben von wen? Avignon, Bretagne, Savoy und Lüttich, okay. Dann sind die Nachbarn geschlagen worden. Provence. Kann das sein? Bin ich gespannt, wie das ausgeht. Nochmal einen schneller. Gleich haben wir 88 Taler, die können wir dann wieder abbezahlen. Warteplatz ist klar. Waffenruhe wird enden, ist auch klar. Umkämpfte Nachfolger. Wir können irgendwas in den Provinzen machen. Aber wir müssen erst Schulden abbezahlen, das hat anders keinen Sinn. Stand da nicht eben 88? Hm? Okay. Auch wahrscheinlich waren da die Zinsen nicht drauf, oder was? 15, 25? Hm. Mussten wir schon wieder neues Darlehen aufnehmen, oder was? Nee. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. 120, müssen wir mal abwarten. Verlieren wir noch mehr Prestige und hier. Tja. Ich kann mir das nicht leisten mit dem Prestige. Das ist schon so schlecht. Da müssen wir erstmal aufbauen, ne? Schwierig. Ja, viel ist nicht passiert, außer dass die Provence jetzt hier gleich irgendwie komplett abgedeckt ist. Wer kommt da noch? Avignon und so, die Truppen, genau. Und Leon hat jetzt seine zu Hause gelassen, oder wie sehe ich das? Gut, aber ich denke mal, für die Folge soll es wieder reichen. Wir müssen noch ein bisschen abwarten. Ich weiß nicht, was wir noch tun können. Mal schauen. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.